Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu diesem AutoCAD-Tutorial. Falls du ein Video verpasst haben solltest, dann blende ich dir oben rechts eine Infokarte ein. Da gelangst du zu unserer Playlist zu diesem gesamten Tutorial. Autodesk, AutoCAD 2D und 3D. Aktuell wollen wir heute die Zeichenfunktion ausprobieren, damit wir alle dann wissen, wie wir das zeichnen müssen. Und dann fangen wir auch sofort an, damit wir hier vorankommen. Also, zuerst haben wir hier oben die Linie. In der Linie lassen sich halt ja einfach Linien zeichnen. Spricht ja eigentlich für sich, ne? Und die Linien kann man verschieden eingeben. Zum Beispiel fragt uns jetzt am Cursor das Eingabefeld, erst einen Punkt eingeben. Und da haben wir zwei Felder. Die Felder können wir mit der Tab-Taste hin und her wechseln. Hier zum Beispiel können wir jetzt schon einen Startpunkt bestimmen, indem wir hier zum Beispiel sagen 0,0. Komma steht auch dafür, wie die Tab-Taste zum Achsenwechsel. Aber das klappt nur bei der ersten Achse. 0,0. Wenn ich jetzt nochmal Komma drücke, wechselt er in die Z-Achse. Aber wir arbeiten nicht mit Z-Achsen aktuell. Deswegen ist das die letzte Achse momentan unwichtig für uns. Also ich starte jetzt nochmal den Linienbefehl und sage 0,0. Drücke Enter und schon springt mein Startpunkt meiner Linie genau auf unser BKS, auf den Nullpunkt. Jetzt kann ich eine Richtung bestimmen, wohin ich möchte mit der Linie, und so wird ein Maß eingeben, zum Beispiel 15 Einheiten. Wenn ich Enter drücke und nochmal Enter drücke, wird der Befehl beendet und wenn ich hier reinzoome, ist unsere Linie da. Jetzt könnte ich die Linie überprüfen, ob die mit dem Maß stimmt, indem ich entweder hier oben auf Messen klicke und den Startpunkt anklicke sowie den Endpunkt anklicke. Hier sehe ich schon, die Linie ist 15 lang. Eine andere Möglichkeit wäre, ich klicke die Linie einmal an, drücke Rechtsklick und gehe runter auf Eigenschaften. In diesem Eigenschaftsfenster können wir überprüfen, unten bei Geometrie, die Länge der Linie. Die steht hier auch auf 15. Das Eigenschaftsfenster empfehle ich euch, wie gesagt, wenn ihr einen zweiten Monitor habt, einfach auf den zweiten Monitor zu schieben. Ich habe keinen, ich schiebe das dann hier rüber, damit ich immer im Blick habe, was meine Zeichnungen für Eigenschaften haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Linie deaktiviere und zum Beispiel einen Kreis hinzeichne und den Kreis anklicke, dann sehe ich hier die Eigenschaften des Kreises drin. Zum Beispiel den Radius, Durchmesser, Umfang und die Fläche. Also das Eigenschaftsfenster ist schon praktisch, wenn man das offen lässt. Okay, kommen wir wieder zur Linie. Die ganzen Funktionen können wir auch durch direkte Koordinateneingaben eingeben. Zum Beispiel möchte ich jetzt die Linie bei X10 und bei Y10 beginnen und sage Länge 10, Enter, die nächste Länge ist wieder 10 und so sehe ich, ja, X10, Y10 ist hier oben an den oberen Punkt. Ob das hier oben wirklich X10, Y10 ist, kann ich nochmal prüfen, indem ich jetzt hier nochmal 10 eingebe als Startpunkt. Drücke Enter. Hier sehe ich, hier bin ich bei X10, Y10 im Koordinatensystem. X10, Y10. Okay. Also mit dem Befehl Linie lassen sich einfache Linien zeichnen. 15, Enter und schon habe ich eine 15 cm oder Millimeter lange Linie. Als nächstes haben wir hier Polylinien. Polylinien verhalten sich ähnlich wie Linien. Wir können die auch wieder durch Maßeingabe bestimmen, die Längen. Sagen wir nochmal 10 und nochmal 10. Und verbinden das einfach mal. Der Unterschied zwischen normalen Linien und Polylinien ist,
dass Linien wirklich einfache Linien sind und Polylinien können Flächen beinhalten, also Flächengrößenwerte. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Linie klicke, in das Eigenschaftsfenster schaue, dann sehe ich hier nur die Koordinaten oder die Länge und den Winkel. Bei Polylinien hingegen, dann sehe ich hier Scheitelpunkte und sogar Flächen, also die Fläche. Ja? Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Raum wäre in einer Wohnung, wäre die innere Fläche 100 Quadratmeter. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen Linie und Polylinie. Wie ihr seht, wir schauen nochmal ganz runter in das Hilfsfenster. Da steht zum Beispiel P-Linie. Hier steht Linie. Also die ganzen Zeichenbefehle können wir auch via Befehl aufrufen. Wenn ich jetzt einfach per Tastatur eingebe, Moment, ich schalte erstmal die dynamische Eingabe ein. Naja. Wenn ich jetzt nochmal in die Tastatur P-Linie eingeben tue, dann wählt er automatisch den Polylinienbefehl. Und ich könnte jetzt hier anfangen zu zeichnen. Das klappt auch mit Linie, mit Kreis, mit Bogen und so weiter. Also mit jedem einzelnen Befehl, den wir aufrufen können in unseren Tabs hier. Die können wir per Tastatur aufrufen. Gut. Jetzt haben wir die Polylinie gehabt. Der Unterschied war, normale Linie können wir nur Längen und Winkel anzeigen lassen. Bei Polylinien sogar Flächeninhalte. Das gleiche ist auch bei Kreis und Rechteck. Da können wir, das sind im Grunde Polylinien. Jetzt nehmen wir mal den Kreis. Hier bei dem Kreis müssen wir einen Mittelpunkt eingeben. Und als nächstes will er von uns einen Radius wissen. Wir könnten jetzt hier einen Radius eingeben, wenn wir den hätten. Oder hier unten auch einen Durchmesser wählen. Wenn wir den Durchmesser haben. Ich sage jetzt einfach mal Durchmesser 10. Enter. Und schon haben wir einen Kreis mit Durchmesser 10 und Radius 5. Das können wir hier überprüfen, indem wir den Kreis wieder anklicken und in unser Eigenschaftsfenster reinschauen. Hier steht jetzt Radius 5 und Durchmesser 10. Hier drinne kann ich allerdings noch die Werte abändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Radius 5 auf Radius 10 erhöhe, Enter, wird der Kreis größer und der Durchmesser ist 20. Kreise lassen sich auf verschiedene Art und Weisen herstellen. Zum Beispiel aktuell hatte ich Mittelpunkt Radius. Dann lässt sich auch sofort Mittelpunkt Durchmesser wählen. Ein Kreis über zwei Punkte, drei Punkte, ein Kreis über zwei Tangenten und Radius sowie ein Kreis über drei Tangenten. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Linie von 10 habe, Enter, wähle den Kreis mit zwei Punkten. So muss ich an dem Objekt, wo ich den Kreis haben möchte, zwei Punkte wählen. Ich wähle jetzt Startpunkt und Endpunkt und jetzt sehe ich, der hat den Kreis genau auf den Durchmesser der Linie gemacht. Bei drei Punkten verhält sich das ähnlich. Ich zeichne jetzt hier nochmal eine Linie mit 5 an und wähle einen Kreis mit drei Punkten. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt. Ihr seht, das klappt selbst mit dem Kreis ganz einwandfrei. Also mit den drei Punkten. Ja, also kann wirklich immer die Durchmesser meiner Linie herstellen. Wenn ich jetzt die Linie nur auf die Hälfte gemacht hätte, die Hälfte von 5 ist 2,5 und jetzt den Kreis über drei Punkte zeichne, dann ist klar, dass es halt nicht mehr in der Mitte sitzt dann, ja. Jetzt müsste ja bis zur Hälfte nochmal 2,5 sein, oder? Na, 3,75 ist die Hälfte insgesamt. Also der Radius ist auf jeden Fall jetzt größer geworden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt zwei Tangenten haben, dass wir den Kreis über zwei Tangenten und einen Radius bestimmen. Ich wähle jetzt zwei Tangenten und sage ein Radius 10.
Und jetzt sehen wir, er passt den Kreis perfekt an die zwei Tangenten an und sagt, der Kreis hat Radius 10. Das gleiche, wenn wir drei Tangenten haben. Jetzt wähle ich einen Kreis mit drei Tangenten. Hier muss ich nichts weiter tun, außer die drei Tangenten wählen. Und er passt dann den Kreis so ein, wie er am besten innerhalb des Dreiecks reinpasst. Der Radius, ja, der ist dann ganz komisch, ja. Also nichts Ordentliches. Ein Problem hat AutoCAD jedoch. Wenn ich sage, ich möchte Tangente, Tangente, Radius und wähle hier einen Radius, der größer ist, als was eigentlich reinpasst, zum Beispiel 45, dann sehen wir, AutoCAD kann das nicht mehr einpassen. Also so schlau ist AutoCAD nicht. AutoCAD hätte jetzt normalerweise diese beiden Linien verlängern müssen, bis der Kreis automatisch reinpasst. Diese Funktion gibt es erst seit AutoCAD Architecture oder Autodesk Inventor. AutoCAD selbst kann es nicht. Gut, das war der Kreis. Als nächstes haben wir Bögen. Bögen lassen sich einfach durch drei Punkte bestimmen. Startpunkt, zweiter Punkt und ein dritter Punkt. Ja, so lassen sich einfach Bögen zeichnen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit Startpunkt, Mittelpunkt, Endpunkt. Startpunkt, Mittelpunkt, Endpunkt. Startpunkt, Mittelpunkt, Winkel. Startpunkt, Mittelpunkt, 25 Grad. Und dann zeichnet er hier innerhalb von 25 Grad einen Bogen. Das können wir prüfen, indem wir einfach hier mal eine Linie ranzeichnen. Enter. Und über Messen den Winkel messen. Zwischen den beiden Linien. Und dann sehen wir, Winkel ist 25 Grad. Entfernen können wir diese Zeichnungen mit der Taste entfernen. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, also jede Zeichnung, die wir hier setzen, können wir erstmal hier mit dem Screenfenster markieren und dann entfernen. Gut, kommen wir wieder zum Bogen. Hier haben wir Startpunkt, Mittelpunkt, Sehnenlänge. Startpunkt, Endpunkt, Sehnenlänge. Die Sehnenlänge soll jetzt einfach mal 10 sein. So, 10. Jetzt prüfen wir das mal mit Messen. Von hier bis hier ist 10, ne? Wenn wir jetzt gerade laufen würden. Er hat jetzt eine gerade Linie hier reingezeichnet und hat ihn mit 10 gemessen. Als nächstes haben wir Startpunkt, Endpunkt, Winkel. Das haben wir, glaube ich, ja, das ist ungefähr das gleiche wie Startpunkt, Mittelpunkt, Winkel. Startpunkt, Endpunkt und ein Winkel von 30 Grad. Und jetzt haben wir hier einen Winkel von 30 Grad drin. Ja, die weiteren Funktionen könnt ihr selber ausprobieren, wenn ihr wollt. Wir machen jetzt jedenfalls mit einem Rechteck weiter. Also, ich ziehe jetzt ein grünes Fenster auf. Einmal Klick in die leere Fläche und einfach langziehen, entfernen und schon ist das Zeug weg. Und jetzt wähle ich hier oben das Rechteck. Rechtecke können wir auch wieder einen Startpunkt festlegen. Den nehme ich wieder 0,0 unten an unseren BKS 0-Punkt. Und jetzt sage ich, das Rechteck soll auf der X-Achse 10 sein, Y-Achse 30. Enter. Na? Da lassen sich sofort die Rechtecke in den entsprechenden Maßen herstellen. Das messen wir kurz. 10 und 30. Ja? Also super einfach. Als nächstes haben wir hier das Polygon. Ein Polygon beginnt ja normalerweise nicht mit 4 Seiten, so wie wir das hinschreiben. Ein Polygon hat ja 3 Seiten mindestens. Ich sage jetzt mal, mein Polygon soll 5 Seiten haben. Enter.
Und jetzt muss ich einen Mittelpunkt eingeben. Das mache ich einfach hierher. Sage Umkreis mit einem Radius von, sagen wir einfach mal 20. Enter. Und jetzt haben wir ein Polygon mit einem Radius von 20. Ich zeichne jetzt mal einen Kreis in die Mitte des Polygons. Das kriege ich jetzt schlecht hin. Ich ziehe jetzt einfach mal hier eine Linie hoch und nehme den Mittelpunkt. Na, das haut nicht hin. Ja, jedenfalls der Kreis, da müsste ich jetzt, ich zeichne einfach noch mal ein Polygon, aber mit 6 Seiten, da klappt das besser. Mittelpunkt, Umkreis, sage ich jetzt, Radius 20, Enter. Jetzt habe ich Mittelpunkt, da ich diese Linie habe und hier die Mittelpunkt habe. Und da habe ich jetzt hier einen Mittelpunkt. Wenn ich jetzt den Kreis reinzeichne und mit einer Ecke verbinde einen und den Kreis aktiviere, dann sehe ich, er hat den Radius 20, so wie ich das bei dem Polygon eingegeben habe. Ich schalte das bloß wieder zurück und jetzt wählen wir hier schon mal eine Linie. Und hier haben wir als nächstes Ellipsen. Die nennen die hier Zentrum. Ellipsen, da müssen wir erst eine Achse eingeben und dann können wir hier unsere Ellipsen zeichnen. Unter Ellipse gibt es noch weitere Funktionen, zum Beispiel Achse und Endpunkt. Ich wähle jetzt einfach mal hier die Achse und bestimme einen freien Endpunkt. Der Endpunkt könnte natürlich auch eine Linie sein, zum Beispiel die hier. Dann nehme ich nochmal mit der Achse und Endpunkt, wähle die Achse, sage mein Endpunkt ist hier und dann sehe ich schon meine Ellipse, die passt perfekt da rein. Als nächstes haben wir noch elliptischer Bogen. Das verhält sich ähnlich wie die Bögen. Jetzt sollen wir einen Achsenendpunkt eingeben und einen weiteren Endpunkt. Ja, das funktioniert also ähnlich wie Achse und Endpunkt. Ein Startwinkel, sage ich mal 25, Enter. Oh, nochmal. Also, Achse. Achse, Startwinkel und Endwinkel. Jetzt haben wir hier einen Winkel von, ja, müsste ich messen. Aber es erklärt sich eigentlich, ne? Als nächstes haben wir hier unten Schraffuren. Dahinter verstecken sich nach Abstufungen, das ist also farbliche Abstufung von hell zu dunkel zum Beispiel, oder eine Region, also eine Fläche, die andere Flächen überdeckt. Die gleichen Sachen können wir auch direkt wählen, indem wir einfach auf das Symbol klicken. Schraffur. Und dann sehen wir hier schon, hier können wir alle Schraffuren wählen und auch die farblichen Abstufungen nehmen. Na? Ich zeichne jetzt einfach mal ein Rechteck, einen Kreis, ein Polygon. Eine Ellipse und eine Linie und zu guter Letzt noch eine geöffnete Linie. Schraffuren, da wähle ich mir irgendeine Schraffur hier aus, die mir gefällt oder halt die ich haben möchte, klicke die an und wie ihr seht, sobald ich hier eine Fläche berühre, möchte er schon die Schraffur reinsetzen. Die klicke ich einfach an, die leeren Flächen. Das dauert ein bisschen, weil er jetzt zu rechnen hat. Und klicke alle Flächen an, wo ich die Schraffur drin haben möchte. Bei der offenen Fläche merkt ihr schon, er würde hier keine Schraffur reinsetzen. Weil Schraffuren oder auch Abstufungen, was wir hier alles haben, das funktioniert nur mit geschlossenen Flächen. Das funktioniert nicht mit offenen Kanten. Also wenn ihr hier eine Schraffur reinhaben wollt, beispielsweise, ich schließe einfach mal diese Fläche, nehme eine Schraffur, setze meine Schraffur rein, bestätige das
Und erst jetzt kann ich wieder diese Linie zum Beispiel rauslöschen, wenn hier oben keine Linie sein soll. Kommen wir noch zu den zusätzlichen Funktionen. Die finden wir hier unten bei Zeichnen. Hier haben wir zum Beispiel Splines, zwei verschiedene Stück. Die können wir zum Beispiel für Geländemodellierung nehmen. Splines sind halt Linien mit willkürlichen Radien. Eine normale Spline war das eben. Und jetzt nehme ich noch eine K-Spline. KS-Spline. Also im Grunde sehen die ja gleich aus und verhalten sich ähnlich. Nur der Unterschied zwischen denen ist, diese Spline hat ihre Zielpunkte, wo wir nochmal verändern können, direkt am Objekt dran. Und die andere Spline hat die Winkelpunkte, die äußeren Winkelpunkte, wo wir dran ziehen können, nochmal ändern können. Ihr seht, die verhalten sich dann halt auch schon ganz anders als die oberen, die ein bisschen stärker reagieren auf meine Änderung. Na? Als nächstes haben wir hier oben die Konstruktionslinie. Konstruktionslinien sind unendlich lange Linien. Wenn ich jetzt hier rauszoome, ihr seht, die hören nicht auf, die bleiben einfach wie sie sind. Das sind richtig lange Linien zum Konstruieren zu jeder möglichen Situation, was ihr braucht. Ja? Neben den Konstruktionslinien haben wir Strahl. Die sind ähnlich wie Konstruktionslinien, nur dass sie in eine Richtung unendlich weiter zeigen. Ihr seht es, ne? Also wenn ich ganz weit rauszoome mit dem Scrollrad, die sind unendlich lang. Neben dem Strahl haben wir mehrere Punkte. Zum Beispiel können wir hier einfach ein paar Punkte reinsetzen. Die sieht man jetzt hier nur ganz schlecht. Man sieht die nur ganz minimal, die Punkte. Ja? Also hier ist einer und da ist einer und da ist einer, da ist einer. Sichtbar können wir die machen, indem wir hier oben auf dieses Klappmenü gehen und die Menüleiste anzeigen. Hier können wir auf Format gehen, Punktstil und uns einen bestimmten Punktstil auswählen. Wenn ich OK drücke, dann sieht man die ganzen Punkte, die ich hingesetzt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal die Punkte nehme, ich habe jetzt einen Punktstil noch gewählt und dann sieht man sofort, wo die sind, ja. Okay, den Punktstil mache ich hier wieder raus. Und kommen wir zur nächsten Funktion. Als nächstes haben wir Teilen. Teilen ist dafür gut, wenn ich zum Beispiel eine Linie habe mit der Länge 20. Und diese Linie möchte ich jetzt durch 5 gleiche Teile teilen. Dann nehme ich die Funktion Teilen, klicke die Linie an, sage die Anzahl, jetzt möchte ich 5 gleiche Teile, sage Enter und jetzt wurde diese Linie zu 5 gleichen Teilen aufgeteilt. Das sehen wir natürlich wieder nicht, weil es werden jetzt hier Punkte hingesetzt, die ich erst wieder sichtbar machen muss mit Punktstil, Punktstil wählen, okay. Ne? Und jetzt haben wir 5 gleiche Teile. Die Punkte kann ich einzeln rauslöschen. Dann hätte ich jetzt zum Beispiel nur noch 3 gleiche Teile und ein langes Teil. Die Punkte kann ich zum Beispiel anfahren. Hier unten haben wir aber Punkt deaktiviert. Die kann ich jetzt also nur anfahren, wenn ich meinen Zeichenbefehl wähle, Steuerung gedrückt halte, Rechtsklick und hier sage ich möchte einen Punkt fangen. Jetzt kann ich den Punkt fangen. Das Ganze nochmal wiederholen. Linie, Steuerung gedrückt halten, Rechtsklick und Punkt. Und da seht ihr, da lassen sich ganz einfach die Linien an die Punkte zeichnen. Das nimmt man zum Beispiel her, wenn man Treppen konstruiert. Ich schalte meine Punktstile wieder aus, sage OK und lösche alles raus. Neben Punktstil haben wir Messen.
Bei Messen kann ich sagen, ich möchte Punkte innerhalb eines bestimmten Abstands haben. Jetzt sage ich einfach mal hier 5, alle 5, wenn das klappt, mal gucken. Vorschau, Punktstil aktivieren, okay. 1, 2, 3, 4 habe ich und jetzt messe ich mal kurz, messen, Rechtsklick, Punkt. Ja, und jetzt sehen wir, Abstand bis zum ersten Punkt ist 5, dann kommt wieder 5, wieder 5, wieder 5. Dann haben wir hier noch die Funktion Region. Zum Beispiel, wenn ich hier eine geschlossene Linie habe, eine Kontur, kann ich den Befehl Region hernehmen und sagen, da möchte ich eine Region haben. Jetzt sehen wir hier, wenn ich mal die wechselnde Auswahl einschalte, oder hat er schon gelöscht? Er hat meine Linien gelöscht und eine Region erstellt. Eine Region, ich muss das mal eben testen. Mit der Region kann ich Sachen, glaube ich, verstecken. Naja, gut, wir probieren das nochmal aus. Ich zeichne jetzt hier einen Kreis vorher hin. Jetzt zeichne ich hier eine Linie drüber. Eine geschlossene Fläche am besten. Wähle nochmal Region. Sage, das Teil soll eine Region sein. Ändern, ja, okay. Das war es noch nicht. Aber Region, ja, die haben halt auch wieder Flächen und Umfang haben die sogar drin. Na? Ähnlich wie diese Polylinien. Region brauchen wir dann in 3D zum Beispiel, damit wir dann aus Region Volumenkörper erstellen können. Als nächstes haben wir die Abdeckung. Jetzt kommt das, was ich eigentlich vorher zeigen wollte. Ich möchte jetzt eine Abdeckung. Zum Beispiel ist das hier ein Tisch, ja, ein Gartentisch, der steht draußen in der Natur und da drüber ist ein Dach. So, Enter. Ja, und das Dach überdeckt natürlich den Tisch. Die Abdeckung kann alles Mögliche sein. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Als nächstes haben wir 3D-Polylinie. Das ist im Grunde das gleiche wie eine normale Polylinie. Nur, dass die es klappt jetzt nicht. Der hat keinen Endpunkt, jetzt findet der nicht. 3D-Polylinien sind eigentlich auch für die 3D-Modellierung gedacht, so dass wir im XYZ-Raum arbeiten können. Mit der normalen Polylinie können wir nur auf der X- und Y-Achse arbeiten. AutoCAD arbeitet allgemein mit den normalen Zeichenfunktionen nur auf der XY-Achse. Ich mache das mal ein bisschen höher. Auf der XY-Achse hier. Und mit der 3D-Polylinie lässt sich auch auf der Z-Achse arbeiten. Ohne, dass wir das BKS umstellen müssen. So, ich muss jetzt mal kurz den Befehl Regen eingeben. Regen heißt so viel wie regenerieren. Das ist zum Beispiel, wenn das Programm ein bisschen rumspinnt, dann lässt er nicht mehr rauszoomen. Das ging bei mir gerade nicht. Und jetzt habe ich den Befehl angewandt und jetzt lässt er mich hier wieder ganz normal zoomen. Zeichnen und Spirale. Spirale braucht einen Mittelpunkt, einen Außenradius für unten, einen Radius für oben und eine Höhe. Das Problem ist jetzt aber, in AutoCAD sehen wir keine Höhen im 2D-Bereich, weil das eigentlich ein 3D-Objekt ist. Ja, also ich drehe das jetzt gerade hier im 3D-Raum. Im 2D hat die eigentlich nicht so viel zu suchen, weil im 2D könnte man jetzt nicht erkennen, dass das eine Spirale ist, weil das wird uns jetzt einfach nur als Kreis angezeigt. Na? Als nächstes haben wir hier einen Torus, einen Ring. Der Ring braucht einen Innendurchmesser. Nehmen wir mal innen 10. Das ist ein Kreis innen, ein leerer Kreis. Enter. Jetzt will er einen Außendurchmesser haben, sage ich einfach mal 20. Das ist ein zweiter Kreis. Und jetzt sehen wir schon, wir können jetzt hier unsere Ringe hinsetzen. Der Innenradius, den ich angegeben habe, das ist die leere Fläche. Und der Außenradius ist bis hier draußen dann, ja.
Dann haben wir hier noch Recht, also Revisionswolken drin. Bei Revisionswolken können wir zum Beispiel um ein Objekt drumherum ziehen und zum Beispiel auf irgendein Detail hinweisen oder mit einer Notiz versehen, was auch immer. Ja? Okay, da haben wir das Zeichnen jetzt erstmal durch und kommen auch noch zu den Änderungsbefehlen. Fangen wir gleich mal mit einem Kreis beispielsweise an. Ich setze den dahin und sage, ich möchte den Kreis, oder ich mache noch ein Rechteck hin, extra noch. Ein Rechteck. Das mache ich da drüber. So. Ich sage, der Kreis, den möchte ich jetzt verschieben. Drücke Enter. Jetzt muss ich bestimmen, an welcher Achse möchte ich den verschieben. Entweder am Mittelpunkt, der da grün aufleuchtet, wenn ich hier den Rand berühre. Oder in die Mitte gehe, ja, dann könnte ich den jetzt hier verschieben und an einen bestimmten anderen Punkt setzen, wo ich ihn hinhaben möchte. Ich mache das mal rückgängig und sage jetzt nochmal verschieben, den Kreis, Enter, halte Steuerung gedrückt, drücke die rechte Maustaste und jetzt sage ich zum Beispiel, ach Moment, das müssen wir andersrum machen, ich nehme das Rechteck, sage verschieben, am Eckpunkt, Steuerung gedrückt halten, Rechtsklick, und sage, ich möchte das Rechteck jetzt am Quadranten haben, des Kreises. Und dann wähle ich halt den Quadrant des Kreises. Also verschieben erklärt sich eigentlich von selbst. Kreise lassen sich allerdings auch ohne die Funktion verschieben. Und zwar am Mittelpunkt anfassen, draufklicken und dann können wir den schon verschieben. Verschieben verwenden wir bei allen anderen Objekten, die zum Beispiel keinen Mittelpunkt haben. Ein Rechteck, dann unser Polygon. Enter, irgendwo hin, so, weil der hat keinen Mittelpunkt, genauso wie unsere normalen Zeichenobjekte, die haben ja keine Mittelpunkte, also keine Zentrumspunkte, sage ich verschieben, ich möchte jetzt die Polylinie verschieben von den Punkt an den unteren Punkt, so, dann möchte ich mein Polygon verschieben von dem Punkt hier oben an den Punkt hier unten, ja. Also dafür ist die Verschieben-Funktion dann gut. Als nächstes haben wir die Kopieren-Funktion. Kopieren heißt einfach nur so viel, ich möchte ein Objekt kopieren. Ich drücke die Objekte an, die ich kopieren möchte, sage Enter, wähle einen Punkt, von wo ich kopieren will, also wo ich starten möchte, sage jetzt die Ecke zum Beispiel, dann sehen wir, er würde mir jetzt an der Ecke anfassen und ich könnte das Objekt so viel duplizieren, wie ich wollte. Strecken, das funktioniert zum Beispiel mit Rechtecken. Wenn ich sage, ich habe hier ein Rechteck, das hat ein bestimmtes Maß und ich möchte das Maß jetzt noch ein bisschen verlängern. Da sage ich Strecken, wähle das Objekt, sage Enter, sage den Streckpunkt. Und jetzt kann ich das um ein bestimmtes Maß verlängern. Zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal 10 länger, Enter. Und jetzt ist das Rechteck 10 länger, als was es vorher war. Als nächstes haben wir die Funktion Drehen. Da nehme ich auch mal wieder ein Rechteck. Beim Drehen müssen wir ein Objekt wählen, bestätigen das mit Enter, wählen uns einen Achspunkt, wo das Objekt gedreht werden soll. Ich nehme jetzt die untere rechte Ecke, klicke die an und jetzt könnte ich das Objekt drehen, dahin wo ich es haben will. Und das kann ich hier zum Beispiel im Winkel sagen. So ist es normal, jetzt sage ich einen Drehwinkel von 15 Grad, Enter. Und jetzt wurde das innerhalb von 15 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Als nächstes haben wir Spiegeln. Nehmen wir auch mal so, markieren den Punkt da oben, damit wir das rechtwinklig haben, das Ganze. Und ich sage, ich möchte dieses Dreieck jetzt spiegeln. Dazu ziehe ich einfach ein grünes Fenster um mein Objekt, bestätige das mit Enter und nun gebe ich eine Spiegelachse an.
also einen oberen Punkt des Objektes und zum Beispiel einen unteren Punkt des Objektes. Die Quellobjekte, Quellobjekt ist das originale Dreieck, was ich hingezeichnet habe, das möchte ich jetzt nicht löschen. Wenn ich Ja sage, verschwindet das alte Dreieck und das nur das neue Dreieck bleibt. Ich sage jetzt Nein und jetzt haben wir ein gespiegeltes Dreieck. Ich kann das nochmal kurz zeigen. Spiegeln, Objekte markieren, Enter, Achse angeben und jetzt sage ich mal Ja. Und jetzt wird das alte Dreieck gelöscht und mein neues Dreieck bleibt. Okay, jetzt nehmen wir mal Skalieren. Ich zeichne hier ein Rechteck von 10 oder ich nehme mal 1,1. Enter. Wo ist es? Zoom Grenzen, da sehen wir es. Und jetzt nehmen wir Skalieren. Hier muss ich auch wieder das Objekt wählen. Sage Enter, sage einen Startpunkt, von wo gestartet werden soll mit der Skalierung, drücke drauf und sage jetzt zum Beispiel Skalierung Faktor 2. Enter. Das messe ich jetzt mal das Ganze und hier sehen wir, es wurde von 1 auf 2 vergrößert. Also er multipliziert immer das Originalmaß mit der jeweiligen Skalierung, die wir wählen. Wenn ich jetzt sage Skalierung 1, also ist, das Rechteck ist 1, ich sage Skalierung 3, dann würde er 3 mal 1 rechnen. Dann würde er es also auf 3 vergrößern. Eigentlich einfach zu merken. Als nächstes haben wir die Funktion Stutzen. Stutzen ist dafür da, dass wir überschüssige Linien wegschneiden können, ja. Hier will er jetzt, dass wir Objekte wählen, sagen Enter und zu Stutzen das Objekt wählen. Enter und schon ist der Befehl beendet. Einfacher geht es allerdings, wenn wir Stutzen wählen, einmal Rechtsklick klicken und jetzt können wir sofort stutzen, ohne dass wir irgendwelche Linien vorher anwählen müssen. Die gleiche Funktion gibt es auch als Dehnen. Die versteckt sich hier unter Stutzen und bei dem kleinen Pfeil. Ach, jetzt heißt sie Verlängern. Früher hieß sie mal Dehnen. Bei Verlängern können wir wieder die Objekte wählen und das zu verlängernde Objekt wählen. Ja. So, rückgängig. Auch hier können wir wieder sagen, Verlängern, Rechtsklick und gleich das Objekt dehnen, was wir wollen. Das funktioniert allerdings nur, wenn eine Endkante verfügbar ist. Wenn jetzt zum Beispiel, ich mache das nochmal rückgängig, die Linie zum Beispiel so verkürze, dass der Punkt nicht mehr oben anschlagen kann und sage verlängern, dann würde es nicht mehr funktionieren, weil hier keine Endkante ist hier oben. Und das gleiche ist auch mit Stutzen. Stutzen kann man nur, wenn sich Linien überschneiden. Anderweitig gehen die nicht zu stutzen. Ja? Also hier seht ihr schon, der lässt es nicht zu. Die müssen sich erst überschneiden. Ich mache die jetzt ein bisschen länger hier. So. Nehme Stutzen, Rechtsklick. Und erst jetzt kann ich die stutzen, weil diese Linie die andere Linie überschnitten hat. Als nächstes haben wir den Befehl Abrunden. Beim Abrunden sage ich unten in der Leiste zum Beispiel den Radius. Ich möchte jetzt einen Radius von 2. Enter. Und wähle die beiden Linien, zwischen denen der Radius sein soll. Gut, da ist die Linie wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu klein. Dann ziehe ich mal ein größeres Rechteck rein. Sage 10,10. Und jetzt müsste es auch klappen. Ne? Da war vorher einfach die Linie zu klein, das lässt er dann auch wieder nicht zu. Also Radius. Sage einen Radius von 2. Und wähle meine zwei Linien, wo der Radius sein soll. Und jetzt sehen wir schon, er hat ja eine Rundung dran gemacht und den Radius können wir jetzt ermessen, indem wir wieder auf den Messbefehl gehen, Radius wählen und das Objekt anwählen. Hier sehen wir Radius 2. Unter Radius versteckt sich wieder der Befehl Phasen. Bei Phasen können wir Kanten abwinkeln und das sagen wir hier zum Beispiel Abstand. Ich möchte das jetzt abwinkeln von dem Abstand, der wird gemessen vom Außenpunkt nach innen bei beiden Seiten.
Ich möchte jetzt einen Abstand oben, also von der ersten, vom ersten Punkt von 2, Enter. Und jetzt den zweiten Punkt auf der zweiten Achse auch wieder 2, Enter. Und sage die Linien, die da abgewinkelt werden sollen. Und jetzt hat er mir sozusagen von diesem Punkt 2 hier reingerechnet und 2 hier rein. Jetzt haben wir eine Phase von 2 mal 2 mm zum Beispiel. Darunter ist nach Kurven verschmelzen. Das ist zum Beispiel, können wir das für die Splines nehmen, mal probieren. So, eine Spline. Dann haben wir hier noch eine Spline. Oder hier eine Polylinie, das klappt auch. So, nochmal eine. Da, da. Und jetzt sage ich einfach mal hier Kurven verschmelzen. Ich möchte die Kurve mit der Kurve verschmelzen und man sieht, er zeichnet dann hier so eine Linie rein, dass die dann flüssig überlaufen. Wir probieren das nochmal mit der Polylinie, ob das auch klappt. Erste, zweite und ja, wir sehen, er verbindet es dann automatisch. Ne? Aber wie wir sehen, das läuft halt alles in willkürlichen Radien ab. Das ist also nichts Halbes, nichts Ganzes. So, ich stelle das bloß zurück. Als nächstes haben wir noch eine Funktion. Ich nehme jetzt mal einen kleinen Kreis. Dann haben wir hier unten die Reihe. Rechteckige Anordnung. Ich wähle hier zum Beispiel meinen Kreis, drücke Enter und hier sehen wir schon, erstmal spinnt mein AutoCAD ein bisschen rum, Regen. So, Reihe. Dann sehen wir schon, das ist wie bei Excel aufgebaut hier. Also erzeugt Reihen und Spalten. Die Spalten können wir zum Beispiel hier oben bestimmen. Ich sage jetzt 5 Spalten. Nun sagen wir 6 Zeilen. In die Spalten sollen einen Abstand von 15 haben. Und die Zeilen einen Abstand von 20. Ne? Also es erklärt sich von selber das Ganze. Das Gesamtmaß ergibt sich aus den Zwischenabständen. Genauso wie hier insgesamt das Gesamtmaß aus den Zwischenabständen. Hier kann ich noch sagen, wie viele Ebenen, also übereinander. Ja. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich drehe das mal ein bisschen. Wie das geht, das sage ich jetzt noch nicht, weil das erst für 3D wichtig ist. Ich sage jetzt hier zum Beispiel mal 3 Ebenen. Hier sehen wir schon, hat sich auf 3 vermehrt. Und sage einfach mal, der Abstand zwischen den Ebenen soll 5 sein. Und jetzt seht ihr schon, jetzt ist der Abstand zwischen den Ebenen größer geworden und der beträgt jetzt 5. Anordnung schließen. Ich lösche sie wieder raus, denn ich mache jetzt nochmal eine neue. Ich nehme jetzt bloß mal kleine Rechtecke. Also nochmal Reihe, Objekt wählen, Enter und nochmal Enter, um das zu schließen. So, das Problem ist jetzt, ich könnte jetzt dieses Objekt nicht bearbeiten. Ja? Ich könnte jetzt hier zwar noch sagen, ich möchte hier, ja, was möchte ich denn jetzt mal, Quelle bearbeiten. Ja, genau, und jetzt könnte ich halt einzelne Objekte hier bearbeiten. Aber generell, ich mache nochmal rückgängig, wenn ich jetzt ein Objekt hier auslöschen will zum Beispiel, dann muss ich das Ding erst aufsprengen. Enter. Und jetzt könnte ich erst hier verschiedene Objekte aus dem Teil rauslöschen. Ja? Also es funktioniert nicht, solange die Reihe geschlossen ist. Als nächstes haben wir noch die Funktion Polaranordnung. Da wähle ich auch wieder mein Objekt, drücke Enter, gebe irgendeinen Mittelpunkt in meiner Zeichnung an. Und schon kann ich hier über Kreis eine Anordnung erstellen. Sagen wir mal 20 Stück sollen das sein. Mit 2 Zeilen. Und einen Abstand von 25. Das klappt natürlich nicht, weil wir schon zu viele Stück haben. Dann sage ich halt 10. Enter. Und sagen wir, ach so, genau. Ne? Also kann ich das beliebig dann abändern, wie das Ganze sein soll. Wir machen dann später noch Übungen dazu, damit ihr das richtig reinkriegt, das Ganze.
So, als nächstes haben wir hier den Befehl löschen. Zum Beispiel hier sind zwei Linien. Eingabe, hier oben haben wir so einen Stift löschen. Ne? Dann drücke ich einfach eine Linie an, sage Enter und dann ist die Linie gelöscht. Das gleiche erreichen wir aber auch, indem wir einfach die Linie einmal markieren und entfernen drücken auf der Tastatur. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Sprengbefehl, den ich gerade bei Reihenfunktion angewählt habe. Also nochmal setze ich hier eine Reihe hin, eine Anordnung, Enter, Enter. Und ich werde jetzt mal ein Rechteck hierher setzen. So, das ist ja jetzt ein geschlossenes Objekt und das ist auch ein geschlossenes Objekt. Mit der Funktion Ursprung kann ich solche Objekte sozusagen auflösen, dass ich die einzeln bearbeiten kann. Ich wähle das Objekt, drücke Enter und jetzt sind die Objekte einzeln. Ja? Ich wähle jetzt nochmal Ursprung, wähle das Rechteck, drücke Enter und das geschlossene Rechteck wurde zu Linien aufgesplittet. Ja? Das zum Beispiel, wenn man dann bearbeiten will, das Teil. Dafür ist es dann halt gut. Und hier haben wir noch Versetzen. Zum Beispiel habe ich hier einen Raum, einen Grundriss. Den möchte ich jetzt auf eine Wandstärke versetzen. Sage hier eine Wandstärke. Ja, ich weiß jetzt nicht, was meine Größe des Rechtecks ist. Ich nehme jetzt einfach mal 2. Eine Wandstärke von 2. Drücke das Objekt an. Sage Enter. Geht nicht. Okay, weil das Rechteck zu klein ist. Dann müssen wir mal ein größeres Rechteck nehmen. Sagen wir 10,10. Das ist wieder so klein. Okay, gut, dann nehme ich jetzt mein Versetzen wieder. Sage einfach mal 1. Enter. Wähle mein Objekt. Wähle die Richtung, wohin versetzt werden soll. Ich sage jetzt einfach mal innen. Und jetzt habe ich hier eine Wandstärke von 1. Das kann ich auch prüfen, indem ich hier wieder auf Messen klicke. Und zum Beispiel die Mittelpunkte anfahre und dann sehe ich Abstand 1. Das ist zum Beispiel ganz nützlich, wenn man Grundrisse zeichnet. Da braucht man nur eine Außenkontur zeichnen. Über Versetzen können wir dann die Innenkontur einfach reinsetzen, fertig. Weil da muss man nicht jede Wand einzeln zeichnen. Unter Ändern, habt ihr gesehen, hier auf Ändern ist nochmal ein Pfeil nach unten. Hier gibt es noch weitere Funktionen. Von als Layer einstellen, das machen wir später nochmal, weil da können wir einfach die Layer zwischen Objekten hin und her wechseln. Bereich wechseln, hier können wir zwischen Papier- und Modellbereich hin und her wechseln. Aber wir haben jetzt momentan wahrscheinlich kein Objekt, das es nicht zulässt. Na, lässt er jetzt nicht zu? Okay, lässt er jetzt nicht machen. Hier können wir jedenfalls zwischen Modell- und Papierbereich hin und her wechseln. Mal gucken, wenn das Bild groß wird. Ja, okay. Ne? Was haben wir hier noch? Die Länge. Hier können wir die Länge nochmal bestimmen. Ich sage jetzt hier eine Linie von 10. Enter. Sage hier Länge. Drücke das Objekt an. Enter. Und sage 5. Genau. Da muss ich die Seite wählen, die Länge 5 behalten soll. Eingeben. Messen. Und hat die Länge 5, weil vorher war sie 10 lang. Ja, ich habe dann gesagt, Länge ändern auf 5 und danach habe ich die Seite gewählt, welche Seite stehen bleiben soll. Als nächstes haben wir hier noch Polylinie bearbeiten. Nehmen wir mal eine Polylinie, so, Eingabe, sage Polylinie bearbeiten, wähle die Polylinie und jetzt kann ich hier aus verschiedenen Befehlen bestimmen, entweder soll die Polylinie geschlossen werden, weil die ist ja momentan noch offen. Verbinden. Die Breite der Linie bestimmen. Und so weiter. Also verschiedene Typen. Oder kann ich jetzt gerade mal den Linientyp dann ändern. Zum Beispiel, dass es eine Strichelinie sein soll. Oder was weiß ich. Ich drücke jetzt mal schließen. Ne? Und dann sehen wir, er schließt automatisch meine Polylinie. Die hat jetzt automatisch geschlossen. Ja? Also muss man halt wirklich vorher wissen, ob das einen Sinn ergibt oder nicht. Als nächstes haben wir hier noch Spline bearbeiten. Das verhält sich alles ähnlich. Ich zeige jetzt mal einen Spline hier rein. Und sage hier Spline bearbeiten. Drücke drauf. Und jetzt kann ich auch wieder sagen schließen, verbinden und so weiter. Ne? Schließen,
Exit. Und jetzt hat er meine Pull-Linie automatisch geschlossen. Als nächstes haben wir nach dem Befehl Schraffur bearbeiten. Eigentlich eine total nutzlose Funktion, denn ich tue jetzt meine Schraffur hier reinzeichnen, das Objekt, beende den Befehl, nehme Schraffur bearbeiten, klicke die Schraffur an und jetzt kann ich hier nochmal die Schraffur ändern, wenn ich das will. So ein bisschen Winkel sagen wir jetzt mal 45 Grad soll die geändert werden, Maßstab 1. Ist ein Beschriftungsobjekt oder nicht, oder ist assoziativ, sage okay, ja, und jetzt sehen wir die Schraffur hier drin um 90 Grad gedreht und ja, ne, erklärt sich eigentlich von selber. Die gleichen Funktionen kann man auch direkt ändern. Wenn ich das jetzt hingesetzt habe, das Objekt, drücke Enter, einfach die Schraffur nochmal anklicken und dann kann ich hier genauso diese Änderungen vornehmen. Hier kann ich den Winkel nochmal bestimmen. Hier kann ich die Schraffur einfach ruckzuck ändern. Ja, also diese Funktion hier ändern, Schraffur ändern, die ist eigentlich in meinen Augen ein bisschen nutzlos. Als nächstes haben wir hier drinne Anordnung bearbeiten. Okay, machen wir nochmal eine Anordnung. Das war das Ding hier mit dem Rechteck zum Beispiel oder Reihe. Reihe, Anordnung, setze ich mal eine hin, die hat 3 Zeilen, 4 Spalten, Enter, sage jetzt hier Anordnung bearbeiten, drücke meine Anordnung an und jetzt kann ich hier nochmal bestimmen, wie viele Zeilen soll die haben, sage ich 4, Enter, ne? Abstand zwischen den Zeilen könnte ich jetzt nochmal eingeben mit 5 und Inkrementshöhe, ja, das heißt dann immer Maximalhöhe und sowas. Hier könnte ich jetzt nochmal sagen, ich möchte Spalten ändern. Oder die Ebenen, also erklärt sich von selbst. Aber wie gesagt, ihr braucht ja theoretisch nur die Anordnung nochmal anklicken. Und dann könnt ihr das auch direkt in der Anordnung abändern alles. Also es ist manchmal überladen, also AutoCAD ist manchmal mit Funktionen überladen, die man eigentlich nicht unbedingt doppelt braucht. Gut, kommen wir zum nächsten. Als nächstes haben wir hier drüben die Funktion Ausrichten. Zum Beispiel habe ich hier eine gerade Fläche. Und hier habe ich ein Rechteck liegen. Ich möchte jetzt, dass diese Seite gerade horizontal auf dieser Seite liegt. Und sagen wir hier vorne an dem Punkt starten soll. Ja? Dann nehme ich jetzt die Funktion anordnen. Sage, ich möchte das Objekt. Ich gebe den ersten Punkt an, wo das Objekt anliegen soll später. Hier vorne. Und ich sage, wie die Linie gedreht werden soll. Die soll in diese Richtung gedreht, also auf dieser Achse in die Richtung gedreht werden, ja. Ich sage Enter, einfach okay, nicht skalieren, nein. Und dann seht ihr, er dreht das automatisch in die Richtung, wo ich es hinhaben wollte, an den Startpunkt. Könnt ihr ja einmal ausprobieren, das ist eigentlich so easy. Als nächstes haben wir hier Brechen, Bruch. Bei dieser Funktion können wir zum Beispiel eine Linie an zwei Punkten brechen. Ich sage jetzt mal einfach so, ja, und dann sehen wir, haben wir hier einen Bruch drin. Wir können auch den Abstand eingeben, alles, wie groß der Abstand sein soll dazwischen. Ich mache rückgängig und denn wir haben noch eine zweite Funktion. Das ist jetzt eine Linie und ich möchte, dass diese Linie genau an diesem Punkt hier unten gebrochen wird. Ändern, dann sage ich hier drüben an Punkt brechen, wähle die Linie und sage, den Punkt, wo gebrochen werden soll. Und jetzt sehen wir, die Linie wurde genau an dieser zweiten Linie gebrochen. Ne? Das sind jetzt zwei Linien. Als nächstes haben wir Verbinden. Zum Beispiel, ja, das können wir später gebrauchen, wenn wir in 3D arbeiten oder wenn wir Flächen berechnen wollen, weil wie gesagt, Linien haben ja keine Flächen drin. Wenn ich jetzt die Fläche des Inhaltes hier wissen möchte, kann ich die Funktion verbinden verwenden. Alle Objekte markieren, die verbunden werden sollen. Enter. Und jetzt hat er eine Linie zu einer Polylinie umgewandelt. Und die Polylinie hat bekanntlich hier eine Fläche. Ja, ganz praktisch. Das brauchen wir zum Beispiel dann auch im 3D-Bereich, weil wir Volumenkörper ausschließlich aus Polylinien herstellen können. Also nicht unbedingt ausschließlich, wir können auch aus Flächen Volumenkörper herstellen, aber so lässt sich das Ganze dann schneller realisieren.
Als nächstes haben wir Richtung. Zum Beispiel die Linie, ich starte hier und soll in die rechte Richtung zeigen. Das sehe ich jetzt bloß nicht. Ich könnte jetzt nur sagen, hier Richtungswechsel. Ne? Drücke das Objekt an, Enter und schon wurde einfach die Richtung von hier nach da, nach hier, nach dort drüben hin geändert. Ja? Also von links nach rechts auf rechts nach links wurde einfach die Richtung geändert. Hier haben wir dann noch die Funktion verschachtelte Objekte kopieren. Das kopiert zum Beispiel verschachtelte Objekte in Blöcken, die ineinander halt verschachtelt sind. Aber wir haben jetzt momentan keine Blöcke und da werden wir nochmal auf die Funktion zurückkommen, sobald wir Blöcke haben. Hier haben wir noch doppelte Objekte löschen. Da können wir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier doppelte Objekte, kopieren wir das mal, mal gucken, ob das funktioniert. Enter, nehmen das, setzen das nochmal dahin, dass es doppelt da ist. Also es sind jetzt zwei Stück hier, ja, zwei Rechtecke. Und ich sage jetzt hier einfach mal doppelte Objekte löschen, Objekte wählen, Enter. Und jetzt kann ich sagen, ja, was ist die Bedienung, damit es gelöscht wird, zum Beispiel Layer oder Linienstärke. Die müssen gleich sein, damit es gelöscht wird, ein Stück. Ja, und jetzt ist nur noch ein Rechteck da. Da hat er halt das doppelte Objekt, was drunter lag, rausgelöscht. Und zuletzt haben wir noch Ebenen. Aktuell, ich sage mal jetzt so, ich nehme mal hier kurz eine andere Layer, erstelle mal kurz eine. Wir kommen gleich nochmal drauf. Also bei Layer machen wir dann beim nächsten Mal. Ich will das jetzt bloß mal zum Verdeutlichen zeigen. Ich nehme jetzt mal die grüne Layer. So, okay, schließen. Und zeichne jetzt hier noch ein Rechteck mit einer grünen Layer. Layer so drüber zeichnen und jetzt kann ich sagen, ich möchte ein Objekt die Ebene ändern. Zum Beispiel möchte ich es ganz oben haben. Die weiße Layer möchte ich ganz oben haben. Drücke Enter und schon wurde die weiße Linie nach oben geholt und die grüne liegt jetzt unten drunter. Na? Ganz praktisch. Entfernen und jetzt ist nur noch die grüne Linie da. Und dann kann man auch aus verschiedenen Funktionen wählen. Okay, da war das jetzt erstmal zu diesem Tutorial zu Zeichnen und Änderungsfunktion. Wir werden im nächsten Tutorial anfangen, mal ein paar kleine Übungszeichnungen zu machen. Und im übernächsten Tutorial werden wir dann ein Schriftfeld gestalten und Attributsdefinitionen einfügen und unseren ersten Block erstellen. Also, bis dahin, ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen hoch und gerne abonnieren. Bis dahin.